Lieber Jörg, es ist unglaublich, aber es ist schon ein Monat her, dass wir beide uns hier kameramäßig unterhalten haben. Und ich dachte, es wird Zeit, dass du mal wieder vor die Kamera trittst. 4 Wochen. Also wir haben das letzte Mal, als wir gesprochen haben, noch darüber geredet, dass wir mit den Outdoor-Aktivitäten beginnen und wir haben unser Umlaufverfahren thematisiert. Nun ist einige Zeit verstrichen. Wenn du nochmal die letzten 4 Wochen ungeachtet der aktuellen Göttinger Situation betrachtest, Revue passieren lässt, was kommt dir in den Sinn? Ja, da hast du mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch meine Sehnsucht, mit dir mal wieder einen Film zu drehen, war natürlich eine sehr große, meine liebe Linda. Von daher schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Ja, also in den letzten 4 Wochen ist schon viel passiert. Also du hast vorhin das Thema Live-Videos angesprochen, Live-Sport angesprochen. Das läuft richtig gut und wird wahrscheinlich auch ein Programmpunkt für die Zukunft bleiben. Also wird uns auch über Corona hinaus, glaube ich, erhalten bleiben, weil doch sehr, sehr viele Mitglieder diese Möglichkeit inzwischen nutzen und das auch sehr positiv finden. Aber Live-Sport geht jetzt ja auch wieder. Das heißt, wir haben angefangen, in Zelten Sport zu machen und im Außenbereich Sport zu machen und sind aber jetzt auch schon wieder in die Räume zurückgekehrt. Unsere Fitnessstudios haben geöffnet. Unsere Mitglieder können sich dort zu bestimmten Zeiten anmelden. Wir nennen das, können einen Slot buchen. Bedeutet, wir wollen immer wissen, wer da ist, damit wir am Ende Verläufe von Krankheiten nachvollziehen können und damit den hygienischen Rahmenbedingungen, die uns gesetzt werden, auch positiv nachkommen. Ja, die Mitglieder sind, glaube ich, damit ganz zufrieden, dass sie sich auch einbuchen müssen, weil sie dadurch auch die Sicherheit haben, dass wenn etwas passiert, sie sich dann auch wieder an uns wenden können und wir ihnen dann gegebenenfalls auch Hilfe geben können, auf der Suche nach der Herkunft des Problems. Wir werden schauen, wie sich das darstellt. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch wieder in den Fitnessstudios, in den Kursen, in den Sportbetrieben eine gewisse Normalität finden werden. Schade ist natürlich, dass wir mit den Wettkampfsportarten ohne Ballberührung begonnen haben und jetzt wieder einen Schritt zurückgehen mussten. Aber auch das lässt sich leider nicht verhindern. Und du beschreibst es mittlerweile, kommen die Menschen auch wieder in unsere Häuser unter natürlich ja ganz anderen Voraussetzungen als früher, aber es kommt wieder etwas Leben in unsere Gebäude. Wie hast du das wahrgenommen, als jetzt der erste Tag wieder war, dass wirklich Menschen in unserem Clubhaus waren? Was war das für ein Gefühl für dich? Pure Freude. Also zu erleben, wie unser wunderschönes Haus menschenleer ist, nur von Mitarbeitern besetzt, hat mir wirklich fast wehgetan. Und zu erleben, wie die Menschen, die unser Haus lieben, die gern zu uns kommen, auch wieder den Weg zu uns gefunden haben und sich bei uns wohlfühlen können, war für mich ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Gerade die Älteren haben, glaube ich, schon seit Wochen darauf gegeiert, endlich wieder im Saal ihre Stuhlgymnastik oder was auch immer machen zu können. Und das ist gut so. Gleiches gilt sicherlich auch für die Fitnessstudios, für den ganz normalen Kursbetrieb. Ja, aber ein guter Anhaltspunkt ist auch, Linda, dass wir ja feststellen können, dass wir inzwischen, du darfst mich gern berichtigen, 1100 Menschen haben, die sich regelmäßig bei uns in unseren Slots einbuchen, die also sozusagen aktiv sich bei uns eingewählt haben und damit auch zeigen, dass sie diese Angebote nutzen wollen und ich hoffe dann auch nutzen. Und die Telefonate, die wir führen, sind da doch sehr positiv. Die Leute freuen sich, dass wir was machen. Die Leute freuen sich, dass wir das hygienisch sauber machen, dass wir das für sie akzeptabel machen. Einige würden sich wünschen, dass sie ein bisschen Kontakt näher treten können, aber das ist halt im Moment noch nicht möglich. Ja, definitiv. Also über 1000 Mitglieder haben sich registriert in unserer App und ich glaube, das übersteigt tatsächlich unser aller Vorstellungen, die wir am Anfang da hatten und da Das können wir ist so. sehr froh sein. Du hast es schon anklingen lassen. Nichtsdestotrotz, gerade hier in Göttingen gibt es aktuelle Entwicklungen, die alles doch wieder ein bisschen erschweren und erste Euphorien direkt wieder gedämpft haben. Ja, wie betrachtest du diese Entwicklung, diese Situation und hast du Angst vor einem tatsächlich nochmal richtigen Lockdown jetzt hier in Göttingen?
Naja, also ich betrachte das mit vielleicht mit mehreren Augen. Das eine Auge sieht, dass diejenigen, die sich auf den Wettkampfsport gefreut haben und die Hoffnung hatten, vielleicht noch haben, dass es vor den Sommerferien damit nochmal losgehen kann, richtig. Die haben natürlich jetzt wirklich nochmal einen echten Rückschlag erlitten. Und wenn man so in die Augen der Kinder schaut, ist das für die, glaube ich, schon ein echter Rückschlag. Und ich glaube, da sind schon viele Traurigkeiten zu erkennen. Auf der anderen Seite steht, dass der Sport nicht gänzlich abgeschaltet wurde, sondern dass wir den Menschen, die individuell Sport treiben wollen, auch den Wettkampfsportlern, die individuell Sport treiben wollen, den Basketballern, den Badmintonspielern, den Tischtennisspielern, die sich einfach nur ohne Ball fit halten wollen, auch weiterhin ein Sportangebot bieten können. Und da bin ich schon auch der Stadt sehr dankbar, dass sie dort ein Ohr für uns, für den Sport hatte, dass sie dort nicht den Sport vollständig zurückgefahren hat, weil das wäre für uns und für die Menschen sicherlich eine Katastrophe gewesen. Womit wir leben müssen, Linda, ist, dass wir immer wieder Phasen von Krankheitsschüben haben werden, egal ob sie dann Corona oder anders heißen, in denen wir unter Umständen diese Angst eines neuen Lockdowns, die Angst von Ausfällen in den Gruppen von Übungsleitern haben werden. Und wir werden sicherlich mit dieser Situation, wie wir sie jetzt sicherlich leider erleben dürfen, wir werden diese Situation, glaube ich, in den nächsten Jahren immer wieder auch erleben dürfen. Ja, damit gibst du auch eine kleine Prognose ab, nach der ich dich eh fragen wollte. Der Sport wird wohl noch eine Weile, und nicht nur der Sport, natürlich unser aller Leben in allen Bereichen wird noch eine Weile brauchen, sich wieder, was auch immer man nun als normal definiert, aber wieder normalisiert. Vielleicht hast du trotzdem noch irgendwie Infos für uns, einen kleinen Ausblick, eine Prognose, was du meinst, was die nächsten Wochen für uns, für den ASC bereithalten, was dich vielleicht auch außer jeden Tag irgendwie neue Herausforderungen, was dich so beschäftigt und was in deinem Kopf herumgeistert. Ja, also wir müssen einen Ausblick geben können und wir müssen auch eine Vision haben. Wenn wir keine Vision mehr haben von dem, was in den nächsten Monaten passieren kann und wird, wäre es schade, weil dann könnten wir auch nichts entwickeln. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die Ängste haben, Menschen, die noch nicht so die Nähe zu anderen suchen, sich bei unseren Live-Blogs oder auch im Tele-Gesundheitssport durchaus wohlfühlen können und eine Zeit bis ins kommende Jahr überbrücken können. Ich kann mir vorstellen, dass die Senioren Stück für Stück in unser Clubhaus zurückkommen und auch ihre Reviere, das, was sie als ihres betrachten, wieder erobern. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass die Fitnessstudios zum Herbst hin wieder aufblühen werden und vielleicht mit ein paar Einschränkungen im Bereich der Nutzung von Umkleiden und auch dem Bereich der Fülle der Studios, also der Menge der Menschen in den Studios, Abstriche hinnehmen müssen. Aber ich glaube, wir werden im Herbst, Winter wieder einigermaßen einen Normalbetrieb hinbekommen können. Ich kann mir leider nicht vorstellen, dass wir mit einer großen Menge Zuschauer uns Sportevents anschauen werden können, sondern dass das eine eher kleinere Zuschauermenge sein wird, die vielleicht sogar abgezählt sein könnte und in streng abgeschirmten Räumen sich befindet. Ich kann mir vorstellen, dass der Wettkampfsport seinen Betrieb aufnimmt, aber vielleicht nicht unter dem wichtigsten Punkt, nämlich des Siegeswillens, sondern vielleicht wirklich des Spielwillens. Also, dass man miteinander, aber gegeneinander Basketball, Volleyball oder was auch immer spielt, aber dass vielleicht andere Werte und nicht das Gewinnen allein in den Vordergrund rücken werden. Das ist auch eine Chance für den Sport, meiner Meinung nach, wie er sich in der Zukunft auch vielleicht neu aufstellen kann. Denn ich glaube nicht, und das habe ich ja vorher schon gesagt, dass wir in den nächsten vielleicht zwei Jahren davon ausgehen können, dass wir ungehindert all das wieder tun können, was wir in den Vergangenheiten als normal angesehen haben. Ja. Okay, vielen Dank für dieses neuerliche Update. Mal gucken, wann das nächste und mit welchen Themen
wir da hier zusammenkommen werden. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal Dankeschön und weiter gute Nerven. Also meine liebe Linda, wenn ich dir in 4 Wochen sagen kann, alles gut, dann freue ich mich am allermeisten. Ja. Aber ich glaube, wir wollen noch keine falschen Hoffnungen machen. Nee, das stimmt. Wir nehmen das, was kommt. Alles klar. Und machen das Beste draus. Das sowieso. Danke dir. Okay.